Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Raab und hier geht es um die Themen Börse, Investment und Trading. Und im heutigen Video geht es um das Thema REITs und zwar den Sektor Healthcare REITs. Also alles das, was irgendwie im weitesten Sinne mit Gesundheit zu tun hat. Diesen Sektor, den stelle ich euch heute im Video mal etwas genauer vor. Healthcare. Warum habe ich mich ausgerechnet für diesen Sektor entschieden? Nun ja, das ist vielleicht der Sektor, der momentan nicht so in aller Munde ist, aber er ist eigentlich der defensivste Sektor in diesem ganzen Kreis der REIT-Aktien. Das liegt natürlich ganz einfach daran, dass Gesundheitsvorsorge, dass Gesundheit natürlich relativ konjunkturabhängig ist. Das kann jeder selber für sich mal nachvollziehen. Ob man jetzt zum Arzt geht oder nicht, das liegt jetzt weniger an den wirtschaftlichen Verhältnissen. Und wenn man krank ist, muss man eben zum Arzt gehen. Und wenn man älter wird, dann wird man älter, egal was die Wirtschaft daraus oder draußen dann halt so macht. Das bedeutet aber natürlich jetzt nicht, und das ist gleich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier, dass REIT-Aktien, die sich auf den Sektor Healthcare beziehen, dass die natürlich frei von Schwankungen wären oder dass die immer nur steigen würden. Wir werden gleich anhand der Zahlen sehen, dass das nicht so ist. Zu diesen Healthcare REITs gibt es momentan insgesamt übrigens 18 Stück. Das verändert sich immer mal so ein bisschen. Das heißt, wenn du das Video jetzt aktuell siehst, dann sind es tatsächlich 18. Wenn du das vielleicht in einem Jahr siehst, dann kann die Zahl mehr oder weniger sein. Das liegt einfach daran, dass in diesem ganzen Bereich der REIT-Aktien sehr viele Zusammenschlüsse kommen. Dann gibt es immer mal einen Spin-off, also eine Firma teilt sich auf in zwei. Es gibt auch immer mal neue, die dazukommen. Momentan, wie gesagt, jetzt hier Mai 2017 sind es 18 Stück. Und wenn du das genau wissen willst, wie viele das sind, welche das alles sind, dann nutze wirklich die Seite des Interessenverbandes der REIT-Firmen in den USA, REIT.com, REIT.com. Da findest du wirklich alle Infos, die du brauchst. Und ein paar Zahlen, die ich euch jetzt zeige, die habe ich auch von dieser Webseite gezogen. So, was ist alles in diesen REIT-Aktien drin? Ne? Gesundheit, da kann man sich eigentlich schon relativ viel vorstellen. Diese Firmen kaufen also Immobilien, die irgendetwas mit dem Thema Gesundheit zu tun haben und altern. Also das heißt, da sind Seniorenresidenzen dabei. Da ist so betreutes Wohnen dabei, also oder Pflegeanstalten, ne? Wo also ältere Menschen dann sind, die gepflegt werden müssen. Da sind dabei ganze Krankenhäuser, da sind Kliniken dabei. Da sind aber auch so kleine Ärztezentren dabei, Ärztezentren, wie wir das auch hier von uns kennen. Ne? Bei uns heißt das dann immer Ärztehaus, also wo eben so drei, vier verschiedene Ärzte drin sind, vielleicht noch eine Apotheke mit. Also das alles, das gehört zu diesem Sektor REIT und jeder ist da, oder Healthcare REIT, und jeder ist da auch ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt, man kann da jetzt keine Pauschalaussage machen, die sind so und so viel in dem, so und so viel in dem. Die einen sind eben mehr in Seniorenresidenzen, die anderen sind mehr im Klinikbereich. Das heißt, du musst dir das dann schon bei jeder einzelnen Aktie selber anschauen. Es sind ja nur 18 Stück, das heißt, so viel Arbeit ist es dann nicht. Was viele interessiert, wie ist denn die Performance dieser REITs? Und da schauen wir uns mal hier eine kleine Tabelle an. Und zwar, das erste, was ich mal rausgesucht habe, sind die Schwankungen der Jahresperformance zwischen 1994 und 2016. Und da sehen wir, dass es das negativste Jahr, das war das Jahr 1999, ne, das war, als die Technologiebörse boomte, kommen wir gleich nochmal darauf, minus 24%, das Vorjahr allerdings auch schon minus 17%, also alles in allem rund 40% Verlust innerhalb von 2 Jahren. Und das beste Jahr, das war dann 2003, denn da sind diese Aktien dann 53% gestiegen. Wenn man das so hört, kann man sagen, ah, 2003, das war doch das Tief am Aktienmarkt, da müsste es ja verhalten, die sich also genau wie der Aktienmarkt. Und dem ist aber nicht ganz so, denn wenn wir uns mal hier das zweite Bild anschauen, da ist mal aufgelistet die Performance in Krisenjahren. Als Krisenjahre habe ich jetzt einfach mal definiert, die Jahre, an denen der S&P 500 eben deutlich in die Knie gegangen ist oder von mir aus auch der Nasdaq. Und da haben wir einmal 2000, das Platzen der Dotcom-Blase. Das sind die Healthcare REITs um 25% gestiegen. Im Jahr 2001 dann 51%. Im Jahr 2002, also als dann diese Krise langsam auslang, immerhin noch um 4%. So,
Finanzkrise 2008-09, wie war es da? Im ersten Jahr mitgefallen, 11% 2008. Im Jahr 2009 dann allerdings wieder 24% angestiegen. Und jetzt könnte man sich fragen, warum ist denn das so? Und der Grund liegt natürlich ganz einfach darin, dass in der Grundstruktur von diesen REIT-Aktien, dass man sagt, für was sind die denn einfach gemacht? Ne? Die entwickeln ja nichts Neues, da ist keine Technologie dahinter, sondern die machen ein ganz simples Modell, kaufe Immobilien, vermiete diese, kassiere Miete. So. Und wenn wir eben jetzt sehen, dass es Boommärkte gibt, also zum Beispiel die Dotcom-Blase Ende der 90er Jahre oder auch jetzt nach der Finanzkrise beispielsweise, als dann wirklich die Märkte ausgebombt waren und dann alles wieder so stieg. Ne? Da ist das natürlich nicht so sonderlich interessant, weil man sagt, okay, da kannst du mit Technologie oder mit neuen Entwicklungen, mit neuen Firmen, die an den Markt kommen, da kannst du viel mehr Geld verdienen. Und deswegen geht das ganze Geld, das große Investorengeld eher in solche Sektoren. Wenn es dann aber zu Krisen kommt, ne? Also wenn dann wirklich die Märkte anfangen einzubrechen, dann besinnen sich die Investoren wieder darauf und sagen, wo bekomme ich denn jetzt sichere Einnahmen her? Und sichere Einnahmen, das heißt jetzt nicht zwingend, dass der Aktienkurs steigen muss, sondern das, da reden wir natürlich vor allen Dingen über Dividenden. Und Mieteinnahmen, die laufen ja auch, wenn es in der Wirtschaft nicht so toll läuft, gerade eben hier im Healthcare-Bereich. Weil natürlich so etwas wie ein Krankenhaus oder wie eine Arztpraxis oder wie ein Seniorenpflegeheim, weil das natürlich genauso gemietet wird, genauso betrieben wird, ob es jetzt an der Wirtschaft gut oder schlecht läuft. Wir wollen jetzt mal nicht um ein paar Promille hin und her streiten. Ne? Ja, da mag jetzt der eine oder andere sagen, okay, wenn jemand krank ist und die Wirtschaft läuft schlecht, geht er vielleicht nicht zum Arzt. Nichtsdestotrotz, ein Krankenhausbetreiber, der ein Krankenhaus gemietet hat, der mietet das durch, egal was da ist. Der sagt jetzt nicht, wirtschaftlich schläft, mache ich das Krankenhaus zu. Ne? Und deswegen kommen in dieser Zeit dann natürlich weiterhin recht voraussagbare Mieteinnahmen. Die werden in Form von Dividenden ausgeschüttet. Und die Großinvestoren sagen dann, hey, okay, dann weiß ich zumindest, wo ich jetzt in dieser unsicheren Zeit Geld herbekomme. Und deswegen sind diese Healthcare REITs schon etwas antizyklisch gegenüber dem normalen Wirtschaftskreislauf. Jetzt könnte man natürlich losgehen und sagen, okay, 18 Stück, ich suche mir einfach die aus, die höchste Dividende ausschütten, aber das sollte man nicht machen, denn bei diesen Aktien gibt es einige, die sind erst ein, zwei Jahre am Markt, andere haben eine sehr, sehr lange Historie. Das heißt, wenn wir diese ganz kurz am Markt bestehenden Aktien uns anschauen, die haben in der Regel auch sehr, sehr hohe Dividendenrenditen, 8%, 9%, 10%, das klingt erstmal gut und das heißt auch nicht, dass das nicht so bleiben kann, aber wir haben eben keine Historie. Und ich will euch mal zwei Aktien zeigen. Die erste hier, das ist die HCP. Das ist ein Wert, den ich selber habe. Und da übrigens nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn ich euch hier eine Aktie zeige, ne, dann ist das definitiv keine Aufforderung, dass ihr losrennt und euch diese Aktie kauft. Wir hatten das jetzt auch mal bei einer anderen Aktie. Aber hier, ich habe die teilweise schon sehr lange. Das heißt auch nicht, dass ich die nicht morgen verkaufen würde. Ich habe es jetzt nicht vor. Aber bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr hier irgendwas investiert. Kauft nicht blind irgendwas, bloß weil ich den Namen mal erwähne. Okay, also kommen wir zurück zu dieser HCP. Und bei denen ist zum Beispiel so, dass die seit vielen Jahren steigende Dividenden haben. Das heißt, die haben seit Jahren ihre Dividenden erhöht. Und bei denen zum Beispiel war es auch so, dass die während der Finanzkrise 2008-09 ihre Dividenden nicht gekürzt haben. Also immer diese Pauschalaussage, ja, dann kommt die Wirtschaftskrise, die kürzen alle ihre Dividenden. Nein, im Gegenteil, die haben ihre Dividenden in dieser Zeit sogar erhöht. Ein anderes, nächstes Bild, das ist LTC. Auch ein sehr, sehr langfristig am Markt agierender REIT. Und wenn ihr euch diese Langfristcharts hier anschaut, diese letzten beiden, dann seht ihr ja auch, in den letzten ein, zwei Jahren ging es mit denen nicht so richtig voran. Ne? Das heißt, du hast als Investor deine Dividenden bekommen. Kursgewinne waren da eher schwach. Das kann man natürlich sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Niemand hat die Glaskugel. Sollte aber die Märkte vielleicht mal runtergehen, kann es natürlich sein, dass sich die Investoren verstärkt wieder diesen Märkten zuwenden und vielleicht dann dort auch wieder ein bisschen Geld reinschieben und entsprechend die Preise nach oben bringen. Aber wir wissen das natürlich nicht. Ne? Also niemand weiß, wie es geht oder wie die Märkte sich entwickeln werden. Deswegen können wir das nicht voraussetzen. Aber was wir sagen können, wir haben mit Healthcare REITs ein relativ stabiles Geschäftsmodell. Das bedeutet, wir haben stabile Dividendeneinnahmen, die auch das Potenzial haben, einfach gesteigert zu werden, weil gerade eben
Krankenvorsorge, Alter werden, älter werden der Gesellschaft, das sind ja alles Dinge, die sind nun einmal vorhanden, das ist ein Fakt. Und das ist auch nicht so schnell wie andere Technologien disruptiv wegzudrücken. Ne? Also wenn du jetzt sagst, überlebt Walmart, ja oder nein, das weiß niemand. Aber wird es weiterhin Seniorenresidenzen geben oder wird es weiterhin Krankenhäuser geben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon größer. Natürlich kann es auch sein, wir haben alle irgendwann so einen Scanner hier wie aus Star Trek und machen uns dann alle zu Hause gesund. Wäre ja auch schön, ne? Wir wissen es nicht. Okay, aber Healthcare Reads, das ist also eine ganz, ganz spannende Sache. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, read.com, schaut euch da die einzelnen Firmen an, recherchiert ein bisschen und vielleicht mal ein allgemeiner Tipp noch zu Reads, was alle Reads ganz hervorragend machen, die haben auf ihren Webseiten immer sehr, sehr viel Infomaterial. Ne? Ja, das macht ein bisschen Arbeit, aber geht auf deren Webseiten, schaut euch die Webseiten an, schaut euch die Investorenpräsentationen an und guckt bei Seeking Alpha zum Beispiel nach und da findet ihr wirklich viele, viele Informationen für so einen REIT. Geht also nicht einfach rein und sagt, ach, guter Name, langer Chart, sieht gut aus, Dividende erhöht, kaufe ich mal. Ne? Sondern lest euch das in Ruhe durch, guckt einfach, ob ihr das versteht, was die machen und dann entscheidet euch, wenn ihr eine Investition macht, auch wirklich wohl überlegt, wo ihr da reingeht. So, beim nächsten Teil dieser REIT-Serie geht es um einen weiteren Sektor und bis wir dann am Ende alle 12 Sektoren, die es eben gibt, vollgemacht haben. Das war es erstmal für heute. Fragen, Anregungen, Kommentare natürlich wie immer hier unten in die Kommentarfunktion hinein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.